Wahl zwischen Iowa und Neuland-Tibbetts. Ist schon ein krasses Schiff, ja. Ich versuche dann nochmal ein anderes Spielplay von der Montana zu machen. Da kann mir aber auch mal jemand von WG vielleicht erklären, warum er mit Chapaye. Nee, ich will nicht spoilern. Nein, mach ich nicht. Ihr werdet es dann schon noch sehen. Breitseite zu einer Yamato, weil ich die Kageo als Fokus genommen habe. Hier an einem Punkt, wo ich sagen muss, das war knapp.
selbst immerhin nur einen Turm hat, ja. Du hast drei Geschosskugeln, die dir drei Zitadellen reißen können. In dem Fall war es nur eine. Aber sie hat für Respekt gesorgt. Schelle, hey. Zum Team, zum Match, zum Überblick. Wir haben nur einen Cap. Diesen einen Cap verteidigen wir verbissen. Wir holen ein Gegnerschiff nach dem anderen heraus und sichern uns somit den Sieg. Kann ich ja eine im Vorhinein schon spoilern. Ja, hier habe ich einfach mal auf die Insel geschossen, weil mich sowas ankotzt. Du siehst ein Schiff, zielst drauf, du siehst es an und es ist weg. Es ist einfach nur weg. Passiert jetzt eigentlich noch großartig. Wir machen mal kurz vierfachen Vorlauf. So.
zeigen, was wir erreicht haben. Wir haben 191.390 Schaden gemacht, 4 Schiffe zerstört, 9 Zitadellentreffer, eine Basiserfahrungspunkte von 2.472 erreicht. Und alles in allem, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Match zu fahren. Mir hat es noch viel mehr Spaß gemacht, dieses Replay für euch abzudrehen. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und somit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, bis zum nächsten Mal, euer Schubeck, Servus!